Hey Leute, da sind wir jetzt hier. Grüßt euch. So, wie ihr sehen könnt, wahrscheinlich auch im Thumbnail schon entdecken konntet, ich habe mir eine neue Grafikkarte gegönnt. Das ist jetzt eine Vega 64. Die habe ich jetzt für 349 Euro geschossen. Bei dem großen M. Ihr wisst, was ich meine, nicht McDonald's. Ja, packen wir mal zusammen aus. Ich habe mich auch gerade groß versucht vorzubereiten, aber ich denke, komm, noch ganz spontan. Ein paar Daten werden auf dem Karton draufstehen, gehe ich mal von aus. Und viele von euch werden sowieso wissen, was die Karte kann oder was auch nicht. Das, was ich mir aufschreiben wollte, draufsteht. Natürlich nicht. Und ich habe gerade erst entdeckt auf der Homepage von Sapphire, dass sie mehr RGB-Lämpchen oder so hat, als ich dachte. So. Schon auf Seite hier. Karton im Karton. Ich hatte auch mal eine R993. Die wurde auch so eingepackt, meine ich. So, was haben wir hier? Ich kann nicht verdecken. Ich hätte mir mehr Platz machen sollen, egal. Installation Guide. Natürlich alles in Englisch. Was haben wir hier? Da wo die Vertretung wohnt von Sapphire Deutschland. Was haben sie hier? System-Fan-Control. Stimmt, der hat da einen Anschluss und da meine 4-Pin, genau. Man könnte gleich, wenn er die Lüfter regeln wollt, wenn zu warm wird beim Zocken, dann könnt ihr die nämlich dann anschließen. Die Lüfter, also parallel direkt von der Karte steuern lassen. Aber das ist eigentlich meines finde ich es blödsinnig, das so zu machen. Oder kann man auch über Brettrail regeln. So, habt ihr hier die Installation von dem Halter. Den brauche ich aber nicht, weil ich einen Coupe Case habe. Ich werde die ja stehend montieren, einbauen. Zeige ich euch gleich noch. Hier, genau, da ist er doch. Das ist sogar Metall. Reduziert ist Metall. Nein. Zwei Schrauben dabei hier. Genau. Schickes Ding. Sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht baut es ja doch mit ein. Obwohl wir eigentlich brauchen, egal. So, was haben wir sonst noch? Sonst ist nichts drin. Cyber CD gibt es wohl nicht. Nein, wenn ihr kriegt, ist ja eh Quatsch, weil die Software von AMD, das sollte man eh immer aktuell halten. Boah, ist das ein Brocken. Ja. Boah, ist die riesig. Aber das war zu erwarten. Genau, und hier der Bereich, genau wie hier der Bereich, der ist beleuchtet. Das Sapphire Logo. Was haben wir denn hier drauf? Oh, das sieht aus wie ein Wärmeleitpad. Abgefahren oder was? Da ist wohl eine Folie drauf, das ist das relativ. Das heißt, ich habe gerade schon Angst. Ach ja, da auf der Homepage steht 2x6, jetzt sind wir aber 2x8. Mir fällt gerade ein, da muss ich noch ein Kabel legen. Ja, und das hier, der Bereich hier, glaube ich, mein das und das ein bisschen, das wir auch noch beleuchtet haben. Ich habe zwar gelesen, das geht nicht, das läuft nur über die Software von Sapphire, das ist echt schwer. Aber mal sehen. So, müsste zweimal HDMI sein. Ich gehe mal davon aus, dass es zweimal 2.0 sein wird. Ich glaube, ich muss mal noch ein Kabel kaufen, Leute. Sehe ich gerade. Das ist erstmal zweitrangig. Wir haben Display-Ports hier. Ja. Weil ich habe nämlich nur meinen Zweitbildschirm, wo ich immer, wenn ich ein Video schneide, dann sehe, was ich tue. Nämlich ein Display-Port, HDMI auf Display-Port. Aber gut, ist jetzt egal. Hauptsache, ich kann schon mal damit zocken heute Abend. Ja, ein Riesenbrecher auf jeden Fall. Ich werde jetzt gleich mal einbauen. Natürlich die Folie machen wir jetzt gleich mal ab, ne? Ganz logisch. So, können wir jetzt gleich wieder reinziehen. Wenn ich jetzt zur Zeit einen RX85 habe, dann können wir mal den Größenunterschied sehen. Quatsch. Ich muss das hier alles, kann man ja wieder reinpacken. Ne? Weil ich sie groß. Das Ding. Ich wollte jetzt auch aufschreiben, was sie hat. Und 1580 Boost, der Speicher läuft 800 bei der 56er, hier sind 945,
Und die Größe ist 310, 133 ist die Höhe und 54 halt die Tiefe. Also drei Slots werden das sein. Gehe ich mal ganz stark von aus, so wie das aussieht, ja. 2x8 Pin, die hat 1, 2, 4 Heatpipes, sehe ich, können auch 5 oder 6 sein, ich bin mir jetzt nicht so sicher. Jetzt hier auch noch Folie drauf. Wie gesagt, aber ich denke mal, der ein oder andere, der sich für AMD-Karten interessiert, der weiß natürlich, was sie kann. Und von daher war wieder ein spontanes Video von mir, von daher, ne? So, ich würde sagen, ab in die Maschine. Und let's talk, wa? Achso, die sind glaube ich 2,9, das sind 90er, 90er, 95 und jetzt 80. Die Lüfter hier, ich habe auch noch ein paar. Und die meistens immer drauf, ne? So Folien. Und dann werde ich natürlich noch ein bisschen anderwölken. Da muss ich mich aber erstmal mit beschäftigen. Da scheint doch keine Folie drauf zu sein. Hier, wo man, da muss man ein bisschen fummeln, bis man das hat, was man da haben möchte. Ne? Von daher. Es gibt da ein Video von einem bekannten YouTuber, den werdet ihr alle kennen. Der hat da 70 Watt weniger rausgeholt bei 3% weniger Leistung oder sowas. Das scheint echt kein drauf zu sein. Aber wie gesagt, die kann man ja abmachen hier. Die Folie. Sehr, sehr hartnäckig. Wo ist sie denn hier? Da. Ja, jetzt kann man auch sehen, dass das hier durchsichtig ist. Das sieht auf den Fotos natürlich immer ganz, ganz anders aus. Ach, jetzt kommt wieder das typische Hardware-Geruch. Ich denke, das kennt ihr auch. Ich liebe den. I love it. Was ich jetzt nur ein bisschen schade finde, ist, dass hier unten kein Schutz drauf ist aus dem PCI-Steckplatz. Aber gut, was soll ich? Lass mal gucken, ob hier oben auch noch was drauf ist. Ist doch nichts. Dort ist eine Folie drauf. Mach ich mindestens die weg, das muss ja nicht sein. Ne? So, ist freiwillig weg. Ich hoffe, hier ist jetzt keine drauf, weil die finde ich nämlich ehrlich gesagt nichts. Doch, das ist wohl ein. Sehr hartnäckig. Fliegt naja ein Häuser runter, muss ja nicht sein. Das ist ätzend. Also ich mache jetzt hier einen Schnitt. Das ist ja bestimmt zu langweilig für euch, da die Folie abzumachen. Oder? Würde ich drin lassen? Ich weiß nicht. Ich habe so lange Fingernägel, die auch ein bisschen dreckig sind von der Arbeit noch. Ich habe nicht so richtig sauber gekriegt, aber gut. Wann ist denn Fusselsarbeit hier? So, die schaffe ich jetzt auch. Noch eine. Gut, das ist jetzt nämlich, jetzt haben wir M2, ne? Und die Speicheranbindung sind 2048. Nicht wie normale Karten, zum Beispiel die RX 580 hat jetzt 250 Bit. Und ja, da geht halt einiges. Es gibt auch einige Vergleichstests mit der RTX 2070. In manchen Spielen sind die gleich auf, manche Spiele ist diese schneller, und in manchen Spielen auch die 2070. Aber dafür kostet die 2070 im günstigsten Fall 150 Euro mehr. Das ist dann schon ein Unterschied. Ja, die braucht mehr Strom, aber was sind das? 50 Euro, wenn du hochkommst im Jahr.
So viel zocke ich jetzt auch nicht. Letzten zwei Zeit natürlich ein bisschen mehr, aber lass doch mal 2, 3, vielleicht 4 Stunden am Tag. Am Tag dann auch nicht, weil in der Woche arbeite ich, da habe ich da eh keine Lust zu. Sei denn heute, das ist was anderes. Wochenende, Feiertags oder so. Gut, dann baue ich die jetzt mal ein. So, ihr könnt ja sehen, wie es aussieht. Gerade eingebaut ist. Ja, stimmt, der ein oder andere kennt eh das aktuelle Brett noch gar nicht. Das ist jetzt ein X470 Ultra Gaming von Gigabyte. Also mit dem 2600X, den ich da verbaut habe. Und die RAM, die kennt auch kaum einer. Das sind nämlich G-Skill, boah, wir 3DNC, RGB. Und ihr seht ja, Sapphire-Logo ist oben. Und halt die Backplate da. Ich mach mal gerade den Deckel weg. Ihr könnt da auch noch was sehen. Und halt der RGB-Lüfter von AMD. Na, komm schon. Jo, vielleicht hole ich mir irgendwann noch RGB-Lüfter, weiß ich aber noch nicht. Mal sehen. Schöne Karte. Ja gut, viel gezockt habe ich jetzt da hinten noch nicht. Das heißt viel schon, ein paar Stündchen. Da ich ja nur einen Full HD Fernseher habe, kann ich ja noch nichts hochskalieren, von daher. Aber ich hatte halt Bock auf die Karte für 349 Euro. Ich denke, komm, nimm sie. Jo, gut Leute, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video und jo, ciao, ciao, euer D40er.